Herbst ist Diabeteszeit. Alljährlich am 14. November machen Gesundheitsorganisationen international auf die Volkskrankheit aufmerksam. In Düsseldorf fand dieses Jahr die zentrale Veranstaltung statt. Mit Workshops, Beratungsständen und 40 Fachvorträgen. Lassen Sie mich ein paar Zahlen zum Diabetes Ihnen in Erinnerung rufen, warum es so wichtig ist. 6 Millionen Menschen mit Diabetes in Deutschland sind erkrankt. Das sind 40% mehr als 98. Es gibt auch eine steigende Anzahl an Typ-1-Diabetikern, darunter eben viele Kinder. Kinder und Diabetes, ein Thema, das immer mehr in den Vordergrund rückt, mit weitreichenden Folgen auch für das Umfeld der Kinder. Es geht aber auch darum, dass wir Tabuthemen ansprechen, unter anderem zum Beispiel Burnout bei Eltern mit Kindern mit Typ-1-Diabetes. Und das sind Themen, die bisher in den Veranstaltungen noch nicht vorgekommen sind. Und natürlich haben wir ein gutes Rahmenprogramm mit Prominenten. Wir hatten heute Morgen ein Musical von Professor Dietrich Grönemeyer, der Medizin. Das ist eine kleine Figur, die letztendlich Kinder heranführen soll zu einer gesünderen Ernährung und zu mehr Bewegung. Wir haben aber auch Matthias Steiner hier gehabt, der über sein sehr erfolgreiches Buch Steiner Prinzip berichtet hat. Er selber hat ja 48 Kilogramm abgenommen. Der Olympiasieger im Gewichtheben und Typ-1-Diabetiker ist Vater von 2 Söhnen. Auch für ihn läuft bei der Ernährung unserer Kinder vieles falsch. Also kann ich sehe ständig also kleine Kinder irgendwie ja, essen. Damit, Brezel, kann, aber nicht, damit kann der Körper nicht umgehen. Und schon gar nicht, Kinder bis 4 Jahren haben ja keine fertig ausgebildete Bauchspeicheldrüse, da wo Insulin produziert wird. Das heißt, gerade die kriegen am meisten Zucker, die werden vollgestopft mit Fruchtzwerg und sonst was. Die können es noch gar nicht richtig verarbeiten. Das ist fatal. Fernsehmoderator Harry Weinfort hat seine Diabetes-Diagnose dem Dschungelcamp zu verdanken. Bei der Untersuchung kurz davor stellten die Ärzte einen Blutzuckerwert von 300 fest. Der Typ-2-Diabetiker wirbt seitdem in der Öffentlichkeit für eine bessere Vorsorge. Weil ich der Meinung bin, durch meinen Bekanntheitsgrad kann ich vielleicht andere Leute dazu bewegen, auch auf sich zu achten, präventiv tätig zu werden, was ich nicht getan habe, aber vor allen Dingen, dass sie ihre Krankheit ernst nehmen. Und wer seine Krankheit ernst nimmt, hat keine Probleme. Sehr ernst war die Lage für Inge Lemke vor 55 Jahren, als bei ihr Typ-1-Diabetes festgestellt wurde. 1 bis 2 Jahre habe sie noch zu leben, meinte der Hausarzt. Doch sie lebt. Die 74-Jährige bekam dieses Jahr die Menard-Medaille für perfektes Selbstmanagement. Es ist dann immer weiter fortgeschritten und wir haben dann auch geheiratet. Und meinem Mann hat es nie was ausgemacht. Also gut, sie hat halt Diabetes, was soll es? Selbstbewusst und achtsam mit der Krankheit umgehen, rät Matthias Steiner zum Abschluss. Veranstaltungen wie der Diabetestag sind für ihn deswegen immens wichtig. Ja, die sind natürlich wichtig. Logischerweise haben wir zwar Internet, wo wir nachschauen, nachlesen können, da gibt es aber viel zu lesen. Man kann auch zum Arzt gehen, da geht man aber nicht so gerne hin und nicht so regelmäßig hin. Ich glaube, zu so einer Veranstaltung geht man dann doch auch ganz gerne hin, weil da kommen viele Gleichgesinnte hin. Man ist erstmal nicht gezwungen, man läuft durch, man geht an den Stand, man hört sich mal einen Vortrag an. Deswegen hat es, auch wenn es immer auch mal kleinere, mal größere Veranstaltungen sind, es ist wichtig, auch wenn es der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein ist. Das Rad muss sich vorwärts bewegen.